Hallo, meine Lieben, ich habe heute wieder mal ein sehr, sehr kleines, aber feines aufgebrauchten Leer gemacht für euch. Und zwar war ich wieder fleißig am Tee trinken und habe einmal You Are My Cup of Tea. Das ist von der Marke Cuppa Tea. Und die Sorte ist weißer Tee mit Himbeere. Schmeckt sehr, sehr lecker, sehr angenehm. Und dann habe ich noch Tea's Taster Better With You. Das ist Geschmack Früchtetee mit Cranberry und Himbeere. Und I Love You, But I Love Tea More ist grüner Tee mit Limette Ingwer. Sehr, sehr lecker. Aber wie gesagt, die Cup of Tea, die Sorten kann man nur warm trinken, da sie kalt einfach bitter schmecken. Dann habe ich sehr, sehr viel Puka-Tee, Nighttime Berry, also es ist ganz normaler, ja, es wird als Schlummertrunk bezeichnet, obwohl es hauptsächlich Beeren, Kamille drin ist. Ja, aber Kamille beruhigt ja so ein bisschen. Und dann hatte ich auch mal wieder so Holunder-Kirschtee von Messner, auch sehr, sehr lecker. Ich trinke wie immer alle Tees ungesüßt, ja, da die von Natur aus schon leichte Süße haben und ja. Und es einfach halt. Ich finde, es ist gesünder, wenn man nicht noch zusätzlich irgendwie Zucker reinklatscht, weil gefühlt in fast ein Lebensmittel ja eh schon ganz viel Zucker drin ist. Und ja, da kann man es weglassen. Und dann habe ich hier auch noch Cappuccino-Pads zweimal aufgebraucht. Ja, wie gesagt, Kaffee und Cappuccino auch ohne Zucker trinke ich den. Ja, hatte ich wieder mal so abends zum Naschen mal wieder so ein paar Schokohaselnüsse, Vollmilch und ja, aus dem Alnatura, mega, mega lecker. Finde ich so für zwischendurch schon sehr gut. Dann hatte ich auch mal ja so einen kleinen Heißhunger zum Mittag, eine Spargelcremesuppe, da hat es bei uns richtig schlimm gewittert und ja, da habe ich was zum Wärmen gebraucht. Und ja, dann gab es zum Frühstück auch mal wieder mein Müsli. Einmal das Sommermüsli. Hier sind Joghurtblättchen und Apfel-Maracuja-Crunchies drin und Granola und Haferflocken natürlich. Und ja, also mega lecker und erfrischend. Und heute gab es Blueberry Lemon Cake. Hafercrunch, weißer Schokoladenkeks mit Zitronengeschmack und Blaubeeren sind natürlich drin. Und ja, und gepuffter Reis. Mega, mega lecker. Und so für zwischendurch finde ich das gar nicht schlecht. Und dann hatte ich auch mal wieder so ein, ja, wie heißt es? Blackberry Granola. Ja, wie eigentlich der Name schon sagt, sind hier Granola-Flocken drinne. Brombeeren, Erdbeeren, Chiasamen und Haferflocken. Mega, mega lecker. Und ja, das ist für eine Portion genauso wie das eine Müsli-Portion ist. Also ja, mega lecker. Hier kann man natürlich gleich schon die Milch reinschütten und man ist fertig. Bei denen braucht man natürlich noch ein separates Schälchen. Also je nachdem. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch perfekt zum Campen sind. Weil man braucht da nicht wirklich großartig irgendwie außer einen Löffel. Aber ja. Und hier ist das Beerenmüsli. Hier sind natürlich Himbeeren, Erdbeeren und rote Johannisbeeren drin gewesen. Und ja, und natürlich auch wieder die Haferflocken. Und genau, ist ein bisschen Zimt drin und gepuffter Reis. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass die perfekt zum Campen oder so sind, weil die sehr sehr einfach und schnell zubereitet sind. Man braucht nur einen Löffel und dann kann man das Ganze auch wieder entsorgen. Dann ist alle gegangen von Isana die Limit Edition Find Your Balance. Fand ich die Verpackung mega, mega süß und ja. Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, es wird natürlich draufgeschrieben. Rezeptur ohne Mikroplastik. Ja. Es gibt eine Dokumentation, die kann man sich, glaube ich, auch auf YouTube angucken. Da wird erklärt,
warum man das draufschreiben darf, obwohl es nicht so ist. Und da wird auch erklärt, was mit dem Plastik wirklich passiert, dass es versucht wird, aufzuwerten, also halt nochmal zu recyceln, dass es aber nicht so 100% funktioniert, sondern nur ein geringer Anteil wird, kann wiederverwendet werden und wird auch wiederverwendet und der Rest landet im, ja, Wasser. Im Meer sozusagen oder beziehungsweise im Müll. Auf irgendeinem, ich glaube, der wird dann nach Afrika verschifft, der Müll. Aber ja, hier ist Kokos mit drin. Aber ja, ich kann euch versuchen, wenn ich das nochmal finde mit dem recycelten Plastik, kann ich euch gerne nochmal unten in der Infobox das Video verlinken, wenn ich es finde. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, Kaffee. Pots oder irgend sowas oder recycelte Kaffeepots oder irgend sowas. Ja, weiß nicht mehr genau. Irgend sowas war es. Und dann natürlich noch aus der Vanasch die Weltbox. England habe ich natürlich immer noch was übrig. Ja, und zwar hatte ich mal wieder so ein Malteser gegessen. Mega leckeres, wie so ein kleines Küchlein mit so, ja, mit Sahne drinne und so kleine Karamellkügelchen. Und Jaffa-Kekse sind alle gegangen. Die kann man sich wie die Softcakes vorstellen, nur dass es die halt mit Kirschgeschmack gibt. Und in Deutschland gibt es die ja mit Himbeer und Orange. Ja, und das, ja, die heißen halt einfach Jaffa-Kekse, aber sie sind das gleiche wie so diese Softcakes. Ja, die sind halt separat dann nochmal eingepackt. Ja, das war es auch schon. Ich verlinke euch auf jeden Fall unten in der Infobox die Vanasch die Weltbox. Ja, genau, den Code, da könnt ihr wieder 15% sparen. Und ich versuche natürlich euch noch unten in der Infobox das Video zu dem Recycle-Dings da zu finden und rein zu verlinken. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!